Ich bin heute hier mit Hans-Heinrich Meyer zu Strohn, dem Vorsitzenden der KÖR-Kommission der Dressurhengste. Und wir wollen ein bisschen diskutieren über das Longieren. Ein Thema, das ja nicht nur in unseren Reihen viel diskutiert wird, sondern auch außerhalb viel diskutiert wird. Und als erstes wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, warum longieren wir eigentlich die jungen Hengste? Uli, die Frage ist ganz klar die, dass wir eigentlich aus der Erfahrung heraus sehr viel Sicherheit in dem Umgang mit dem Pferd schon mal gefunden haben, um dann nachher auch aus der Sicherheit heraus bei der Körung auch die Grundgangarten, Schritt, Trappen, Galopp und auch das Potenzial des Pferdes in einer gewissen andeutenden Haltung auch beobachten, beurteilen und natürlich auch versuchen wollen, wie ist er von seinem Charakter und Temperament, wie sind seine inneren Werte, die können wir anhand der Longenarbeit noch sehr, sehr viel besser beobachten und auch schon so ein klein wenig bewerten. Deswegen machen wir das. Und wenn wir das machen und wir ja auch beispielsweise so ein bisschen schauen, wie sind die in der Balance jetzt schon in ihrem jugendlichen Alter, kommt ja auch so ein bisschen dazu, wie stellen wir uns eigentlich die Darstellung vor? In welcher Art und Weise wollen wir die Hengste präsentiert bekommen? Es wird häufig gesagt, man möchte die Hengste bestmöglich präsentieren, aber was ist eigentlich aus unserer Sicht bestmöglich? Ich gebe dir vollkommen recht. Wir haben ein bisschen gezögert in unserer Kommission, bevor wir mit dem Longieren begannen. Dann war das Longieren zu Anfang ja total phänomenal und die Pferde wurden in einer doch etwas schon strengeren Haltung gezeigt. Die Erfahrung hat uns aber gezeigt, dass wir aufpassen müssen, dass das junge Pferd den Reifeprozess haben muss. Und diesen Reifeprozess, den wollen wir auch nochmal wieder deutlich hervorheben. Das bedeutet, dass das eigentliche Longieren, was wir uns mittlerweile oder was wir uns vorher auch schon vorgestellt haben, aber wo wir jetzt mehr den Weg gefunden haben und sagen, guck mal, das Pferd soll eine gleichmäßige Grundhaltung und Anlehnung haben. Das soll nicht in einer doch bedeutsamen Aufrichtung oder in einer bedeutsamen Anlehnung gehen. Es soll eine wohlfühlende Haltung und Anlehnung haben. Das bedeutet, dass das Pferd schon eine gute Verbindung zum Maul gefunden hat, eine gute Grundhaltung, Anlehnung und eine vorgegebene Dehnung. Wenn das Pferd diese drei Dinge schon absolvieren kann, dann kann es das auch schaffen, in den Grundgangarten das zu absolvieren. Und ich glaube, dass derjenige, der sich mit diesen Dingen beschäftigt, auch die Zeit dafür haben muss, sehr, sehr viel innere Ruhe haben muss, das ist gar keine Frage. Nur dadurch kann das Pferd auch den Halt und den Rahmen finden, der dann von dem Pferd auch gefordert wird. Du hast gesagt, derjenige, der das Pferd präsentiert, muss auch einen gewissen Einfluss, positiven Einfluss auf das Pferd haben. Wie meinst du das genau? Es ist ja so, dass bei allen Dingen, die das Pferd neu entgegenkommt, auf alle neue Dinge, ist es für uns wahnsinnig wichtig, dass wir dem Pferd, dem jungen Kind, sagen wir mehr oder weniger, auch ganz, ganz viel Halt geben. Wir als Mensch geben ihm sehr viel Halt, geben ihm sehr viel Vertrauen. Und dieses Vertrauen wird das Pferd akzeptieren und wird es annehmen und wird dann daraus resultieren mit dem eigentlichen Partner, dem neuen Partner in der Gruppe, der er dann gefunden hat, auch ganz, ganz tolle Dinge absolvieren können. Und ich glaube, dass es natürlich für uns sehr wichtig ist, dass ich als Longier, heranführender Mensch, dem Pferd auch ganz klar sage, guck mal, ich habe die Position, du hast deine Position und meine Position als Longierender ist eine ganz klare Disziplinperson mit dem Partner Pferd zusammen. Und daraus resultierend wird das Pferd das annehmen, das akzeptieren und dann kann ich auch eine tolle Arbeit mit dem Pferd zusammen entwickeln. Das ist nicht immer ganz einfach. Wir haben immer wieder Situationen dabei, wo er mal wegstürmt, das Eigentliche macht oder wo er noch sehr viel längere Zeit hat, um seine Balance zu finden. Denn wir wissen ja, das Pferd hat die natürliche Bewegung in seinem Körper, will seinen Hals immer als Balanciertange benutzen. Und wenn wir jetzt versuchen wollen, das Pferd in eine Form zu bringen, dauert das sehr lange, bis das Pferd auch diese Gleichmäßigkeit und vor allen Dingen die richtige Taktfindung in seiner Bewegung dann bekommt. Also ist neben der, sagen wir mal, neben dem korrekten Material, was ich benutze und dem korrekten Ausbinden des Pferdes, auch derjenige, der longiert, ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass es gut funktioniert und dass wir am Ende auch die Erkenntnisse gewinnen können, die wir uns eigentlich erhoffen.
Ja, weil wir immer wieder deutlich feststellen, dass derjenige, der mit seinem Pferd sehr, sehr gefühlvoll und sehr gleichmäßig umgeht, das ist ja immer die Resonanz, die wir bis jetzt immer gesehen haben, dass diejenigen, die das Pferd an der Hand gut führen können, das Pferd gut auf die Dinge des Vorführers eingeht, dass der Vorführer, wenn er dann das Pferd an der Longe präsentiert, auch dieses Gefühlvolle auch anwenden kann und anwenden muss und dann daraus resultieren, dass das Pferd auch in jeder Situation auch bereit ist, die Anforderungen zu absolvieren. Und das ist ja unwahrscheinlich wichtig, denn dadurch hat das Pferd auch die Chance, in seiner inneren Ruhe und Losgelassenheit sich zu präsentieren und zu zeigen und nicht in einer gestressten Situation. Das ist bei uns Menschen genauso. Wenn wir in einer Stresssituation sind, dann haben wir nie die Möglichkeiten, uns so zu entfalten. Und beim Pferd ist es auch nichts anderes. Und deswegen müssen wir auch darauf achten. Und wir versuchen ja auch, alle Zeit, die wir haben, dem Pferd und auch dem Longeführer zu geben. Es ist ja auch so in dem Ablauf, den wir hier in Pferden haben, ein ruhiger, gleichmäßiger Ablauf ist. Und dass ich glaube, dass jeder sich darauf optimal vorbereiten kann. Und wenn dann irgendwelche Dinge sind, die den jeweiligen berühren, wo er sagt, ja, ich weiß nicht so genau, sind wir auch immer bereit, darüber zu sprechen. Oder ich glaube auch ganz bestimmt, dass innerhalb von den Regionen, wenn bei irgendein Mensch da ist, der sagt, ich weiß nicht so genau, das klappt mit dem, mit der Haltung ist es nicht so einfach, der hat das Schwierigkeiten da und da. Frag doch einfach mal einen Kollegen oder Kollegen, hey, kannst du nicht mal vorbeikommen, kannst du nicht mal gucken? Ich muss dann nochmal eine Hilfestellung geben, kannst du mir nicht mal helfen? Ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, das Longieren und das Präsentieren des Hengstes noch viel besser und gleichmäßiger und vor allen Dingen auch einheitlicher zu bekommen. Am Ende ist entscheidend, dass wir uns positiv weiterentwickeln wollen, dass wir jetzt seit einigen Jahren ja das Longieren mit im Programm haben für die Körung, was eine große Aufmerksamkeit aktuell genießt. Und unsere Aufgabe ist es eben, in eine Richtung zu entwickeln, die nachhaltig es uns erlaubt, das Pferd gut bewerten zu können und dem Pferd es erlaubt, sich in seiner natürlichen Veranlagung entsprechend auch gut präsentieren zu können. Ja, wir sehen nur ein Pferd an der Longe. Ganz klar, ruhiges, gleichmäßiges Tempo. Wünschenswert wäre, wenn der Longeführer etwas mehr Ruhe in seinem Standpunkt behalten würde, um auch dem Pferd etwas mehr Halt zu geben. Sonst haben wir ein schönes, gleichmäßiges, ruhiges Schwingen. Aber der Longeführer muss etwas mehr Ruhe halten. Das würde man sich wünschen, um dann auch die Beurteilung des Trabbewegungsablaufs noch zu optimieren. Man kann ruhig dem Pferd etwas mehr Halt zur Bande hingeben, der braucht ja nicht jedes Mal nach innen hineinlaufen, um die Ruhe, die ja dort herrschen soll, die ja auch in der Halle herrscht, auch wenn es ein bisschen angespannt ist in der Situation, aber trotzdem viel mehr Ruhe und Gleichmaß finden, was wir jetzt ja auch deutlich sehen. Das ist sehr, sehr viel besser und das wäre natürlich schön. Das ist gar keine Frage, wir wissen auch, dass es nicht immer einfach ist, aber wir müssen ja irgendwo ein Ziel haben. Jetzt auch beim Durchparieren einfach einen Moment mehr Zeit lassen, dass er mehr Ruhe ist. Jetzt das zweite Pferd, rechte Hand, schön gleichmäßig ausgebunden. Ist nicht schlimm, wenn er jetzt das ein oder andere Mal nochmal in den Galopp hineinkommt, das macht ja überhaupt nichts. Was sehr gut ist, dass er natürlich auch sehr gleichmäßig und sicher ausgebunden ist. Schöne Öffnung im Hals, in der Nasen-Stirn-Linie hat und der Longenführer ihn sehr gleichmäßig und ruhig an seiner gut führenden Longe longiert. Wäre natürlich toll, wenn er die nicht ganz so verdreht hätte und darauf achten, dass er immer schön gleichmäßig in der Haltung bleibt, was er jetzt auch gut macht. Vor allen Dingen sehr ruhig und schönes, gleichmäßiges Schwingen. Das ist schon eine besondere Darstellung, die man sich auch so wünschen und die man dann auch sehr, sehr gut bewerten kann. Das Pferd eine unwahrscheinliche Zufriedenheit, schön tätig im Maul, Schweifhaltung. Das ist schon ein gutes, sehr gutes Longieren. Vor allen Dingen, dass er in einem ruhigen, gleichmäßigen Ablauf geht. Das finde ich schon mal unheimlich wichtig. Jetzt auch das Durchparieren, schön ruhig, nicht zu hektisch. Der zweite Mann, die zweite Person ist gleich vor Ort. Daran an dem Pferd, gibt dem Pferd Halt und das ist ja wichtig, dass das Pferd diesen inneren
ruhigen Halt hat, um dann dadurch auch sich wohlzufühlen. Ja, imponierender, deutlicher Bergaufgalopp. Manchmal denkt man so ein bisschen, er hätte so ein klein wenig ruhiger sein können, aber was natürlich toll ist, dass dieses Pferd das unwahrscheinlich ausbalanciert hält und trägt. Die Longenführerin hat einen ganz, ganz tollen Standpunkt, bleibt sehr, sehr ruhig, hat das Pferd immer ganz, ganz sicher an den Hilfen und das Pferd ist unwahrscheinlich stark auf die Longenführerin konzentriert und will das mit ihr zusammen genau meistern. Das Durchparieren, ruhig und gleichmäßig. So, jetzt würde man sich wünschen, dass das Pferd sich nicht zu dem Reiter oder besser gesagt zum Longierführer hindreht. Darum stehen wir heute hier, weil wir das gerne transportieren wollen und das vermitteln wollen, wie wir uns die Präsentation der jungen Hengste an der Longe vorstellen. Und Sie alle sind dafür wirklich prädestiniert, das für uns, für den Hadelbaraner Verband, exzellent zu demonstrieren. Denn nur durch diese exzellente Demonstration haben wir eine deutliche Chance, all das, was wir uns jetzt erarbeitet haben, weiter zu entwickeln und weiterhin zum Blühen zu bringen. Vielen Dank für Ihr Bemühen. Bis dann.